Unser Wort ist Gesetz, wir setzen die Trends. Pyros sind überall, das kriegt jeder mit. Heute ist ein schöner Tag. Gestern war hier Lidl-Prospekt drin. Da habe ich schon tolle Sachen gesehen. Ah, ich freue mich schon so auf die Einkaufstour. Nicht mehr lange. Heute ist schon dritter Advent. Jawohl. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist einfach nur traurig, was hier passiert. Ja, ihr habt es gesehen, es gibt jetzt das offizielle Verbot zum Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich hätte mir das nie vorstellen können, dass es tatsächlich passiert in Deutschland. Man hat ja gesagt, Feuerwerk wird nicht verboten. Aber jetzt hat man es ja hinterrücks doch geschafft, indem man den Verkauf in den Läden unterbindet. Also es ist wirklich unglaublich hier. Ich bin mittlerweile einfach so traurig, dass ich gar nicht mehr wütend sein kann. Also es ist echt furchtbar, aber ich denke, uns geht es allen so. Online-Bestellungen sollen ja, ist ja noch nicht bekannt, noch ausgeliefert werden. Also es war ja jetzt komplette Überlastung die Tage auf Pyroland, Pyroweb und BR-Feuerwerk und überall waren die Server überlastet. Das ging gar nicht, aber ich habe definitiv nicht nochmal nachbestellt. Ich bin mir da nicht sicher. Außerdem bietet mein Online-Shop nur Abholung an. Und bei Abholung bin ich mir noch unsicherer als bei der Auslieferung. Die kommt vielleicht noch an, Abholung. Naja, wir hoffen mal das Beste, dass man das noch abholen kann. Aber immerhin darf man noch zünden, was für mich wirklich schön ist, denn ich habe ja noch ordentlich Reste. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Schreibt gerne, wie viele Reste ihr noch in die Kommentare habt. Also die meisten werden ja wahrscheinlich nichts haben. Das ist echt schade, besonders meine Community. Wir sind ja sehr auf die Discounter fokussiert. Ich mit den Prospekte-Videos und so weiter. Das ist echt traurig. Also der Content bricht jetzt quasi weg Mitte Dezember. Es ist jetzt für mich echt schade. Ich hatte wirklich Hype. Die Vorfreudezeit gehört ja mit zu Silvester. Silvester ist ja nicht nur der eine Tag am 31., wo man dann rausgeht und böllern geht. Es gehört ja auch noch die Einkaufstour dazu, die ganzen Tage davor, von der Einkaufstour bis zu Silvester, wo man alles plant, einfach nur das Feuerwerk in den Händen hält und davor die Tage, wo man die Prospekte rauskommen und man einfach die Prospekten in den Händen hat und sich einfach freut, dass man dann am 28. oder 29. kaufen kann. Und uns wurde das jetzt alles genommen. Es ist einfach unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Die ganze Vorfreude ist einfach komplett futsch, das ist alles weg, aber immerhin habe ich noch Reste. Ich bin da echt froh und Online-Bestellungen sollen ja noch ankommen. Das ist wenigstens noch ein Lichtblick, man darf noch zünden. Cut 1, weiß man nicht, wird wahrscheinlich ab dem 16.12. nicht mehr verkauft. Holt euch auf jeden Fall Cut 1, falls ihr noch da rankommt. Also das wird ja jetzt auch unterbunden. Ich habe schon gehört, im Osten laufen schon die Ordnungsämter rum in den Läden und die werden auch angerufen, dass sie quasi F1 rausnehmen sollen, Lidl, Teddy, Kick und so weiter. Ich finde das einfach nur absurd, weil F1 war das ganze Jahr erlaubt. Das ist einfach nur eine Frechheit, meiner Meinung nach, was sich die Politik hier ausdenkt. Alles meine Meinung. Ich bin einfach nur enttäuscht und hoffe einfach, dass tatsächlich die Eilklagen, die ja die ganzen Shops eingereicht haben, durchkommen und vielleicht Lidl wollte ja auch klagen, soweit ich weiß, dass die durchkommen. Also das wäre ja echt schade, wenn das jetzt wirklich keinen Feuerwerkverkauf für dieses Jahr gibt. Ich hoffe das Beste und ich hoffe, es wird nicht verboten. Auch noch in Niedersachsen, hier in Hamburg, ist es ja mittlerweile schon soweit, dass das Feuerwerk verboten ist, das Abbrennen. So Leute, kleiner Cut, mein Pyrolution-Hoodie ist gerade angekommen aus dem Pyro-Workshop. Auf jeden Fall kleine Werbung hier an der Stelle. Ihr kriegt mit dem Rabattcode PyroPhoenix, also PyroPhoenix kleingeschrieben, zusammengeschrieben im Shop. 10% Rabatt extra nochmal. Müsst ihr auch noch ein Gewinnspiel auf Instagram geben und einen 5€ Anmeldungsrabatt, wenn ihr euch im Shop quasi ein Konto registriert. Auf jeden Fall richtig nice. Folgt auf jeden Fall Pyro alle mal auf Instagram. Das würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Der Hoodie fühlt sich übrigens extrem geil an. Also die Qualität ist echt top. Und dann würde ich sagen, ja, holt euch auf jeden Fall F1 jetzt noch die Tage, wo es geht und bestellt noch
ja, und hoffe, dass es ankommt. Es ist einfach traurig im Moment. Ich verstehe auch gar nicht, wie das überhaupt passieren konnte. So viel Insolvenzen und so weiter, die es geben wird. Es ist so traurig. Das ist, glaube ich, das erste Jahr seit Ewigkeiten, dass Lidl dieses Jahr, dass Lidl kein Feuerwerk verkauft und Aldi kein Feuerwerk verkauft und die ganzen anderen Läden. Also es ist wirklich unglaublich. Da wird jetzt eine Lücke bleiben in meinem Prospekteheft. Da wird es jetzt für dieses Jahr keine Prospekte geben. Es ist einfach traurig. Und ja, das Silvester wird wahrscheinlich leiser als sonst. Es wird ja spekuliert, dass illegales Feuerwerk weiter verbreitet wird jetzt mittlerweile und der illegale Verkauf boomt. Auf eBay sieht man ja, blende ich euch jetzt gerade mal ein hier, völlig übertriebene Preise. Also das geht meiner Meinung nach gar nicht. Wer da so die Leute abzieht und auch das Elend gerade der Händler ausnutzt, das finde ich komplett ehrenlos. Und kauft da bitte nicht, verkauft das auch bitte auch nicht für so teure Preise oder verkauft es gar nicht. Ihr macht euch damit strafbar, der Händler macht sich damit strafbar. Wenn ihr das kauft, bezahlt ihr wahrscheinlich zu viel, kriegt, vielleicht werdet ihr abgezogen und kriegt gar nichts oder einfach nur eine Umverpackung tatsächlich und habt eine Anzeige am Hals. Also das ist auf jeden Fall wirklich nicht toll. Für beide Seiten ist es definitiv nicht gut. Beschafft euch euer Feuerwerk auf legalem Wege, jetzt noch vielleicht in den Shops bestellen oder so. Und noch eine kleine Stream-Ankündigung. Ich werde jetzt als Ersatz zur Einkaufstour am 29.12. meine Reste streamen. Seid auf jeden Fall dabei. Schreibt euch in den Kalender, werden wahrscheinlich viele Zeit haben, Card Money ist zur Tour am 29. Auf jeden Fall werde ich da meine Reste streamen mit dem Hoodie und ja, ich hoffe ihr seid dabei, ich hoffe ihr habt dann noch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, ich hoffe ich kann euch damit aufmuntern und dann würde ich sagen, traurigerweise lasst auf jeden Fall ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, schaut bei meinem Pyro-Kollegen MSCape vorbei, Link in der Videobeschreibung. Bestellt noch, Büroland, Link ist auch in der Videobeschreibung, kleine Werbung am Rande und haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal hoffentlich.